Du nicht, Freundchen, komm zurück. Oh, jetzt schubst du das Wasser. Das kann alles da rein. Das soll auch alles dahin. Das kann draußen wieder in die. Das sind Gooseberry-Büsche. Alles, was weg kann, kann weg. Kann weg, kann weg, kann weg. Ach nee, passt schon wieder nicht. Das Inventar ist schon wieder voll. Man, da geh ich mal wieder düngen. Ist Kripper hier vorne. Hallo, ist hier irgendwo ein Kripper? Das sieht eigentlich voll cool aus, wenn hier die Bäume einfach größer sind und dann voll mit Schnee. Ja, das ist einfach cool unglaublich aus. Hübsch gemacht. Das ist vor allen Dingen, weil es halt nicht nur so eine Schneeschicht ist, sondern es sieht halt ein bisschen realistischer aus. Ups. Die Sachen wollte ich nicht so direkt zerstören. Du sag mal, du brauchst Leder, ne? Ich hab Leder. Ich hab all Leder, alles gut. Okay. Sieht auch schön aus. Ich habe mir schon, weil du hast doch gehört, wie ich und die Kühe, wir hatten ein etwas ernsteres Gespräch miteinander, möchte ich sagen. Und dann haben sie sich gehäutet, ja. Ja, daraufhin haben sie sich dann spontan gehäutet, weil das war so zum aus der Haut fahren. War halt so ein Stressmoment, ne? Ja, richtig. Und danach hat sie sich auch direkt eingepullert. Aber ich glaube, das hat was mit dem plötzlichen Tod zu tun gehabt, was ja dann auch mit dem im Zusammenhang steht. Nein, nein, nein. Kann ich noch mehr ins Inventar packen? Ist... Lich ist da drüben. Ah ja, ich sehe es schon. So, ich und der Komposter. Das ist ein tolles Buch, habe ich letztes Jahr gelesen. Ich und der Komposter. Das fand ich ein bisschen seltsam. Fand ich ein bisschen seltsam, dass ihr eine Liebesbeziehung habt, aber das ist ja ist halt so, wenn man so auf Objekte steht, dann. Wie fandst du meinen Komposter und ich? Fand ich so als Fortsetzung zu sexuell. Okay. War zu gewagt, ja? Ja, naja, vorher ging es halt schon um Liebe, um das Anderssein und da ging es halt um das reine Bumsen. Ja, aber solche Dinge passieren doch dann irgendwie. Ja, natürlich, die passieren, aber muss ich ja nicht lesen. Nee. Oh, das erinnert mich an, ich weiß gar nicht, was es war, ich habe in so einen Fantasy-Roman reingeblättert, als ich mal wieder auf den Zug gewartet habe. Das ist ja immer so mit das Beste, was man machen kann, halt einfach irgendwie in den nächstbesten Bücherladen gehen, gucken, ob es irgendwelche leichte Lektüre gibt. Ey, also ich weiß nicht, was sich manche Fantasy-Roman-Autoren dabei denken, aber gewisse Dinge will ich halt einfach nicht lesen in einem Fantasy-Roman. Das war einfach so, wo ich mir gedacht habe, das funktioniert vielleicht in einer Traumvorstellung, Und dann danach habe ich wieder nur gedacht, und das war einfach, es war nicht schön. Nein, okay, ja. Übertreiben das da. Verkauft sich bestimmt gut, aber nee, ich weiß nicht, wenn man so richtig merkt, dass dann der Autor nur seine eigenen Fantasie bedienen wollte, halt denkst du dir einfach so, ja, kann man machen, aber die Geschichte dahinter war eigentlich mal relevanter. Ist mal schade. Mag das nicht. Ja. Habt ihr keine Schmiede? Ach Leute, dann muss ich euer Haus kaputt machen. Das will ich auch nicht. Okay, das muss ich jetzt erstmal wieder weglegen. Ich nichts anderes mache, gerade aus stundenlang sortieren. Das ist so toll. Das macht so einen Spaß. Mann. Ule ule, super sortieren, ule ule. Guten Tag. Oh, jetzt habe ich eure Kirche kaputt gemacht, wa? Oh, das ist. Oh. Da ist Gott wieder. Eieiei, da ist er wieder stinkig. Was machst du dann auch die Kirche kaputt? Ah, Gott und ich, weißt du, wie. Ach, das ist. Ich wollte eigentlich rein, weil hier geht irgendwie. Die Tür verschwindet so im. Hast du die Boden. Tür wieder kaputt gemacht? Nee. Die Tür steht. Aber ich glaube, das ist so ziemlich alles, was vom Eingang übrig ist. Gut. Also, für die Dorfbewohner ist nicht so gut. Ach, die Kirche. Wer will da schon hin? Niemand will da hin. Was kann man aus diesen Coton-Dingern machen? Nur Strings? Coton Seeds, Coton. Das ist ja das Langweiligste, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Man kann aus Coton einfach nur Strings machen. Das ist einfach die vegane Variante, damit man keine Spinnen verprügeln muss. Das ist ja boring. Hä? Moment, ach. Das ging doch irgendwie. Drei Stück muss man da anordnen. Okay. Ich habe übrigens zu wenig Essen mitgenommen. Habe ich mir fast gedacht. Hatte aber auch nicht so viel mehr.
Das ist nämlich ein ganz schön weiter Weg. Das habe ich auf dem Atlas, habe ich das ein bisschen unterschätzt. Ja. Wo bist du denn jetzt gerade? Gut, wenn du bei dem Dorf bist, das weiß ich, das Dorf kenne ich, da bin ich auch durchgekommen. Dann bist du, aber da dauert es nicht mehr so weit. Ja, dauert es genau. Nicht mehr so weit, Islage, dauert es nicht mehr so weit. Ja, was? Ich habe halt ziemlich viel Fleisch einstecken, weil auf dem Weg die ganzen Kühe haben sich gehäutet und da hing ein bisschen Fleisch dran. Ja, richtig. Und jetzt koche ich mir das halt für dich. So, also, ich habe noch, und da sollte ich, hallo, Flor, was ist das da, Flor? Nein, das war Sugar. Ach Mann, ich kann auch nichts richtig machen. Ach, easy. So, jetzt. Die sehen halt gleich aus, Mann, das verwirrt mich jedes Mal, deswegen packe ich sie auch immer nebeneinander, damit ich jedes Mal nachgucke. Oh, da ist ja schon eine Bienenlarve drin und... Oh, wie niedlich. Und da ist schon Honig. Oh. Nein, ich habe vor, sie nochmal auszupressen, so wie die Mutti. Oh, ich habe Honig hergestellt, cool. Echt, jetzt schon? Ja, ich habe Honig. Das ging ja voll schnell. Dauert voll lang? Das dauert voll lang, aber ich hatte von Nefias, glaube ich, war das, Honig bekommen. Kann ich jetzt als Süßungsmittel benutzen? Bräuchte ich halt wieder Äpfel. Und die blöden Äpfelbäume sind hier halt so ein bisschen unlustige Gesellen. Kannst du zu mir gehen? Ich habe noch Äpfel in meiner Truhe. Oh, nice. 7, 8 Stück oder so. Brauchst du denn, willst du nicht keine Apfelbäume draus machen? Nö. Meine Kakaobohnen sind schon gewachsen. Das geht aber sehr schnell. Das ist gut. Ich gucke aber mal gerade, ob bei mir vielleicht ein paar Äpfel reif sind, weil ich hatte recht viele Apfelbäume angepflanzt. Mhm. Und die alle so, nee, ich keine Lust. Ich wachse nicht. ich entwachse diesem Prozedere des Äpfelns. Oh, der ist das reif. Des Äpfelns, okay. Ja. Nee, der ist noch nicht reif. Mann, ey. Man kann ja Biome ändern, da gibt es so einen komischen Biomextraktor und dann kann man das Biom ändern, also den Block, und dann kann man halt darauf das anpflanzen, als wäre es das Idealbiom. Das muss ich unbedingt bei mir machen, weil ich wohne halt, wie gesagt, im Schneegebiet. Humus oder was? Nee. Nee, das ist irgendwie so ein Biomwechsler vom Biomo Plenty Mod. Okay, na gut. Dann. Und dann wachsen die Sachen halt schnell. Mhm. Natürlich, halt nice. Ja, dann kannst du es dementsprechend besser anbauen. Ja. Yep. Jetzt mache ich mir erstmal wieder so Hammkeulen, die irgendwie so total viel Nahrung auffüllen. Und damit ich auch Grund habe, sprinte ich wieder zurück nach Hause. Hör mal auf damit. Ja, ich mache den Zaun noch größer, ihr Schafe. Ich bin ja dabei auszubauen. Okay, Komposter sind durch. Dann muss man wieder gucken, ob mein Sugarcane nachgewachsen ist. Warum gucke ich hier das mal da rein? Ich weiß, dass das ein Komposter ist. Ich bin so intelligent. Du musst den einmal am Tag drehen. Hast du deinen Kompass da heute schon gedreht? Der dreht sich von alleine. Und zwar am Rad, weil er einfach mit mir zusammen was erleben muss. Und das findet er nicht gut. Oh, Isa schon wieder. Apfelkuchen. Pork. Bakeware. Honey. Pork. Bakeware. War das jetzt schon alles? Mehr brauchte ich nicht. Ja, Tatsache. Yep. Baked Ham. Boah. Nice. Nice. Ich bräuchte wirklich noch so. Sowas wie Kühlschränke bräuchte man richtig. Dass man einfach so das ganze fertige Essen auch aufbewahren kann. Dahin. Dahin. Und dahin. Oh, Sleepy. Ist Nacht? Oder was? So ziemlich, ja. Achso, bist du unter Tage? Ja, ich war in meinem Haus. Ja, es wird gerade dunkel. Ja. Okay, sag's dann einfach Bescheid. Huch. Oh. Huch. Alles gut. Ich hab mich am Schalter gedreht. Ich zieh mir jetzt erstmal so eine ganze gebackene Hammelkeule hinter, oder was? Nee, also hier so. Kann ich schlafen? So Schinken. Ich kann schlafen. Alles gut. Und zack. Dankeschön und einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Der Rucksack ist leer. Du hast geschlafen. Ich fühle mich bereit, in die Welt hinauszuziehen und zu gucken, ob ich da nicht noch vielleicht
irgendwo mal, ich weiß nicht. Ich hätte gerne mal andere Biome. Sie haben mal der gleiche Scheiß, wo es noch nicht erkundet. Ich gehe einfach mal nach da oben. Brian hat mir jetzt zugesehen, wie ich auf und abgesprungen bin, um es kritisch zu schlagen, damit es bei einem Hit tot ist. Und dabei hast du ganz viel Nahrungspunkte verbraucht, weil es dich so angestrengt hat. Ja? Mehr als bei zweimal schlagen? Wahrscheinlich. Was in mein Leben? Ich habe keine Ahnung von Minecraft. Ach. Na Gott, na, jetzt geht's mit den FPS wieder. Meine Wohnung ist einfach schon zu voll mit Items. Hallo Schwein. Ghost Berries sind noch nicht gewachsen. Ich meine, die sollen noch im Wald wachsen. Wieso wachsen diese blöden Bären nicht? Hör auf mich also Grund. Mann, ey, die sind nie reif, die Schweine. Ich meinte die Ghost Berries. Die Schweine auch nicht. Aber es liegt daran, dass sie so versaut sind. Sonnenblumen! Yay! Die hau ich jetzt mit meiner Keule. Nee, lieber nicht. Ich wieder Sonnenblumen sammeln. Man kann ja aus Sonnenblumen irgendwie auch so Sonnenblumenöl machen. Ich muss nur mal gucken, wie das geht. Ja, richtig. Und das nutzt man dann für die Salate und so. Richtig. Das ist also sowohl so Dressings als auch, glaube ich, für diverse andere Speisen. Ja, siehst du mal, genau, ich weiß doch Bescheid. Ja, so. Bisschen. Paar Teile ist ja auch logisch. Ach, mit Sunflower Seeds kann man sowas wie Sunflower Wheat Rolls machen. Das sind so Sunflower Muffins. Boah. Ich mag ja Sonnenblumenkerne. Ich habe auch noch in meinem. Ich glaube, das mache ich mir später. Da werde ich noch ein paar Scampis anbraten zusammen mit Sonnenblumenkernen in der Pfanne. Das schmeckt immer lecker. Ist das ein Blumenbiom? Ich glaube, das ist ein Blumenbiom. Oh, ist das schön. Da sind Nüsse. Taubennüsse. Und Birnen. Die sind alle nicht reif, die Schweine. Die Birnen nicht. Hängen da nur faul rum. Diese aber faulen die Birnen. Oh Gott, sind die Blumen alle schön. Ist das schön hier? Ist ja gar nicht weit weg von mir. Oh, Strawberries sind auch nicht reif. War ich hier schon mal? Ich meine, hier war ich schon mal. Ich kann mich gerade so dunkel dran erinnern. Weiter in diese Richtung. Da kommt nochmal ein Dorf. Die ist gut. Lauter Tulpen. Ja, mein Gott, ist das hübsch. Oh mein Gott, ist das hübsch. Screenshot. So, haben wir wieder ein normales Waldbiom. Ich will halt mal so ein Lavendelbiom finden. Hier gibt's auch also. Ja, das habe ich gesehen. Aua, Poison Ivy, Bitch. Mann, ey, scheiße. Jedes Mal fällst du drauf rein. Was ist da los? Das ist halt eine Poison Ivy, Bitch. Das ist halt, die sieht halt im ersten Moment, denkst du, ja. Dann hast du sie einmal gehabt und denkst du, nee. Mhm. Und danach tut's dann jedes Mal weh. Ja. Perfekte Beschreibung von Ex-Freundin. Ja. Richtig. Ja. Oh. Poison Ivy. Diese Grillen, ey. Voll gut. Okay. Ich habe schon wieder so viele Hühnchen totgeschlagen. Es tut mir fast schon leid, aber auch halt nur fast. Nur fast. Da sind ich muss jetzt überleben und die Federn sind bestimmt auch voll gut, weil. Du kannst Pfeile daraus machen. Ich kann Pfeile und bestimmt auch noch mehr. Das weiß ich nicht. Ich auch nicht, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ich töte einfach nur die Hühnchen. Aua! Mann! Was? Ich glaube, ich bin gerade in Efeu. Oder. Nee, in Stachelzeug getreten oder wie heißt das? Dieses Brennnessel, genau. Brennnessel. Ach, Brennnessel. Ach, das ist ja cool, wenn es das gäbe. Ja, ich hasse Brennnesseln. Wobei, ich fand es mal ganz lustig, als unser Lehrer bei einem Wanderausflug sich in Brennnesseln gesetzt hat. Weil du ein boshaftes, kleines Falk bist. Ja, natürlich. Was hast du denn erwartet? Aber den mochte keiner. Genau das. Nur dann. Deswegen war das halt so, der hat uns die ganze Zeit so irgendwie so 15 Kilometer durch den Wald gehetzt, als wäre das irgendwie voll der tolle Wanderausflug dadurch. Und dann setzt, und dann er selber sagt noch so, ey, passt auf, wo ich hinsetze, und setzt sich halt einfach volle Kanne in Brennnesseln. Was machen die denn hier für eine wilde Party da drin? Was ist denn hier los? Was
soll denn das? Kann ich irgendwas eintauschen? Pepper würde der. Oh. Hattie Breakfast. Seaweed. Ach ja, stimmt ja. Seaweed kann man auch ernten. Ja, brauche ich auch irgendwann mal. Ja, du brauchst definitiv Seaweed. Sobald ich nicht irgendwie jetzt die 7. Folge damit verbringe, Schafe und so weiter zu schlachten. Und ja, genau. Spanking. Hühnchen. Grape. Oh mein Gott. Die haben einfach 1000 verschiedene tolle Sachen auf ihren Feldern, die ich jetzt alle mitnehme. Ja, ist in Ordnung. Das machen die gern. So, das bedeutet, ich komme hier auch weiter nur wieder in Wüstenbiom und nirgendwo intelligent sonst raus. Hier los? Spawnt ihr nach oder was? Wie schnell spawnen hier so Hühnchen und so nach? Weiß ich nicht. Aua, Mann, das ist auch ein Kaktus. Ich könnte schwören, dass das Vieh gerade nachgespawnt ist. Einfach. Vielleicht hatte es auch Lag und hat es nicht realisiert, dass es eigentlich gerade gestorben ist. Nee, das nicht. Ich habe keine Schaufel dabei und laufe durch die Wüste. Ich werde garantiert wieder einen Treibsand verrecken, ey. Ist immer so. Ich werde der Letzte sein, der lacht. Aber ich bin auch gleichzeitig der Erste. Glaube ich. Du wirst der Erste und der Letzte sein. Nom, 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 nom. Was ist denn eigentlich Seaweed und wie kommt man da ran? Das ist Frage, ne? Eelgrass, Canadian Waterweed, aber kein Seaweed. Wird wohl doch recht tief irgendwo unten zu finden sein dann. Ja, oder halt dann irgendwo an... Vielleicht kann man es angeln. Oh Gott. Ja, Fallschaden ist ja gar nicht so hoch, wie ich dachte, ist alles gut. Manchmal unterschätzt man ihn, manchmal überschätzt man ihn. Manchmal stirbt man einfach fast. Manchmal stirbt man auch an einem Lag. Ja, habe ich auch gehört. Das ist bei Fallschaden ganz gerne mal so. Oder man ist Musician, dann stirbt man einfach so. Dann ist man eine Totgeburt. Ist man der Tod. Ja. So, nein, ein Lag-Biom tut sich vor mir auf. Ich wollte auch nur andere Biome finden und ich finde ein Lag. Wow. Heilige Mutter Gottes. Ach, scheiße. Ich will da nicht jetzt... Aus Wolle konnte man nichts weitermachen? Okay. Ach doch, ich seh's grad. Carpet. Oh, ich kann daraus einen Teppich machen? Mhm. Aber das geht aber immer schon in Minecraft. Oh, okay. Also halt nicht immer schon, aber das ist normal im normalen Minecraft mit drin. Alter, dieses unflüssige Stück Drecksspiel. Eine Höhle. Ich will aber noch nicht in die Höhlen. Ich will andere Biome sehen. Marple. Oh, ich bräuchte eigentlich auch Marple. Geh erstmal andere Biome begutachten. Ich gehe jetzt auch endlich Bambus holen. Hast du den Dschungel gefunden? So gut wie. Auf der Karte sehe ich ihn schon. Und ich war eine lange Zeit direkt neben dem Dorf im Norden. Und hast dich mit den Hühnchen amüsiert, ja. Ja, genau. Ich brauchte halt was zu essen und ich glaube, jetzt habe ich genug für den Hin- und Rückweg. Ich hätte halt gerne mal mehr Eggs, aber irgendwie habe ich noch nie ein Egg von denen bekommen. Wahrscheinlich kommt man irgendwie anders an Eier. Da muss man vielleicht, keine Ahnung. Ich habe auch kein Ei aufgesammelt jetzt. Ja, als obwohl da viele Hühner sind immer. Bei Dörfern sind aber auch viele Hühner. Ich glaube, die spawnen da sogar regelmäßig nach. Bin mir nicht sicher. Tomatite. Okay. Ihr seid gerade gespawnt, das habe ich ganz genau aus dem Augenwinkel gesehen. Oh. Server closed. Ja, Mensch. Sowas. Kann sein, dass entweder der Daily Neustart oder die Tradus hat mich rausgeschmissen. Ja, ich kann auch jetzt nicht connecten. Ja gut, dann würde ich sagen, sind diese 2 Stunden reichen auch erstmal. Reichen voll, dicke, yo, Tschüssikowski, alle. Bis zum nächsten Mal bei Into the Woods, die Waldkrafter. Live. Genau, live in the Woods. Richtig. Tschüss. Tschüss. Englische Sprache verwirrt mich.